Servus, liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Rennen des IDM Twin Cups. Wir sind angekommen am Sachsenring und da hoffe ich natürlich, dass es genauso gut weitergeht wie vor 3 Wochen bei meinem Saisonauftakt in Assen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich habe da was ganz Gutes zusammengeschnitten, kann ich euch gerne mal verlinken. Am Ende des Videos seht ihr dann auch die spannenden 2, 3, 4 Kämpfe, die da entstanden sind. Aber jetzt Sachsenring, da war ich vor 2 Jahren das letzte Mal mit einer Suzuki GSX-R 750. Damals noch bei den Sachsenring Classics. Jetzt ist es mit Twin Cup soweit. Ich hoffe natürlich, dass ich da genauso gut zurechtfinde wie damals. Und ja, schauen wir mal, was da drin ist. Natürlich hoffe ich auch, dass es wieder spannende Zweikämpfe gibt, weil es natürlich auch wieder einen Livestream gibt, der übertragen wird und ich euch dann wieder die hoffentlich guten Zweikämpfe, Dreikämpfe, Vierkämpfe, wer weiß, dann auch am Ende vom Video zusammenfügen kann. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Bleibt auf jeden Fall dran und bis dann. Die MotoGP-Strecke am Sachsenring ist geprägt durch sehr viele Linkskurven und blinde Bergauf- und Bergabpassagen, also sehr technisch anspruchsvoll. Und damit ihr mal einen Einblick bekommt, wie schwer es da eigentlich zu fahren ist, bekommt ihr eine Runde von Jonas Folger kommentiert um die ganze Strecke herum. Viel Spaß! Der Sachsenring, die deutsche MotoGP-Strecke, Kultstrecke, 14 Kurven, 3,671 Kilometer lang. Zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder im Kalender der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft. Eine schnelle Runde mit Jonas Folger. So, Vollgas natürlich auf der Startziel im 5. Gang. Über die Kuppe anbremsen, wird das Hinterrad ganz leicht. Eng reinfahren in die erste Kurve im 2. Gang. Bremse schön lösen und wieder eng raus beschleunigen. Kurz Vollgas. Dann wieder runter zum Omega, Gas leicht wegnehmen, ganz zart wieder ans Gas gehen und wieder eng ins Omega rein, raustragen lassen, frühes Gas annehmen und den Scheitelpunkt spät wieder setzen, gut rauf beschleunigen, im 3. Gang, genau, dann wieder lang am Gas bleiben, ganz lange Kurve, eng raus beschleunigen, arbeitet die Traktion extrem viel, dann wieder runter in den 4. Gang. Runter zur Karthalle, eng raus beschleunigen, extrem schnell die Kurve, wieder schnell in den 3. runter, gleich wieder Vollgas geben, dann wieder in den 4. Gang rauf beschleunigen. Über die Kuppe das Gas sachte wegnehmen, eng bleiben, ganz eng links bleiben, ganz wichtig, und dann früh in den 5. schalten, um dann eben den ganzen Schwung mit runter durch Kurve 11 mit runter über den Berg mitzunehmen und dann wieder, genau, dann wieder in den 3. Gang rein, spät bremsen. Eng bleiben, früh ans Gas, frühes Motorrad aufstellen, versuchen so viel Schwung möglich mitzunehmen. Wieder die letzte Kurve, ganz viel Hinterradbremse im 2. Gang und dann beim eng rausbeschleunigen natürlich der Anti-Willi ein bisschen Hilfe leisten, indem er viel auf der Hinterradbremse bleibt. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me close.
Dauert natürlich ein Momentchen, bis die alle mal hier in Position sind. So, jetzt stehen alle. Grüne Flagge wird hinten gezeigt, rot eingezogen und in wenigen Sekunden Ampel an, Ampel aus. Boff. Jawohl, alle gut losgekommen. Das ist immer unsere größte Sorge bei unserem riesigen Starterfeld. Und jetzt wollen wir schauen, wie es da hinten in die erste Ecke geht. Ja, da ist schon mal ein bisschen Dränge, aber na, eigentlich alles sehr nett, zumindest vorne. Hinten fächert es dann auf. Aber die wollen ja alle am Wochenende auch noch im Lausitzring fahren. Genau. Und das ist eh bei uns Tenor. Es wird sich der entsprechende Raum zum Leben gelassen. Das muss einfach sein, so eine Hobbyklasse. Wir machen das alle um oder von unserer Arbeit, ja, von unserem verdienten Geld. Und leider ist keiner von uns Profi und dementsprechend müssen wir nun auch mal wieder zur Arbeit gehen, / am Lausitzring diese Woche mal wieder fahren. So, Hense gleich wieder in Führung gegangen vor Nikolai Kraft. Wer hat sich da hinten gleich dran gegangen? Ist das der Felix? Jawohl, der Felix klingt ja auf der Kawasaki, ist da hinten gleich wieder dran, geht jetzt ein bisschen weit. Hat eben noch die Übersetzung geändert, deswegen ein bisschen kürzer gemacht, hat er mir gesagt. Er hatte das Gefühl, dass er ein bisschen lang war in den Bergaufstücken und so nicht richtig hinterherkam. Gucken wir mal, ob das bergauf funktioniert. Bergab war es bis jetzt zumindest in der ersten Runde nicht die allerbeste Wahl. Ja, das ist ein bisschen weit gegangen. Er konnte ein bisschen spät den Mischer aufmachen und bei gleicher Motorleistung ist das halt immer gleich ein Riesennachteil. Aber du siehst, die beiden treten da beide gleich wieder die Flucht nach vorne an. Die lassen ja gar nichts anbrennen. So, Kraft jetzt auf der Innenlinie. Nikolai Kraft den gelben Rädern, Justin Hense, die schwarzen Räder, die gelben Stiefel. Der Nikolai Kraft, auch ein ganz junger Kerl, talentiert, hat schon einiges gewonnen, aber nicht in dem Motorsport, wie wir ihn hier kennen oder wo wir bei der IDM dabei sind. Ist Classic Superbike gefahren, 750er, hat da die Serie gewonnen. Angefangen mit Supermoto. Genau, vorher angefangen mit Supermoto. In der Schweiz viel gefahren. Immer wieder ein geiles Geräusch, wenn diese kleinen Twins hier vorbeibeben. Das hört man also auch hier oben noch im Sprecherturm. Ja, ja, das ist ein sehr sonores Brummen dort dieser Meute. Auch mit den kleinen Dingern wird jeder Zentimeter Strecke und wenn es die Deutschlandflagge auf den Curbs ist, außen mitgenommen. Muss. Ist alles bezahlt, sage ich immer. Was wir bezahlt haben, das nehmen wir auch mit. Ja, ist klar. So, Hense, Kraft, Klink, Weinke, Wüst, Mattfeld, Krüger, Nakovic, Müller und Philipp Bauer. Das sind aktuell die Top Ten. Ja, Wüst wieder ein bisschen weit gegangen. Und deswegen konnte Justus Weinke ihm den Platz wieder abknöpfen. Ja, wir sind gerade offline, was die Zeit betrifft, aber eigentlich werden wir hier mit den Bildern versorgt. Wir sehen hier die beiden Führenden. Also, ne, tut sich nichts. Da ist es wirklich so, dass Hense vorne ist und Nikolai Kraft da dranhängt mit einer knappen halben Sekunde. Na, du siehst, der Justin, der dreht sich immer wieder um. Der weiß, dass der Nikolai da hinten irgendwo lauert, nur auf jeden Fehler. Ja, der kriegt doch ein Pitboard gezeigt. Kriegt Pitboard gezeigt, aber du weißt, als Rennfahrer ist nicht immer alles rational. Ne? Man muss auch mal den Emotionen freien Lauf lassen. Wenn man da hinten so einen scheppernden Zweizylinder hinter sich hört, dann muss man auch mal gucken, wer da ist. Aber da kann ja auch eigentlich hier nur einer sein. Das hat das ganze Wochenende deutlich gezeigt. Schwarz bekommen hat auf der 14. Mit 15. Dem Jumpstart. Kilian Lange, genau. Ja, müssen wir kurz erklären, da waren wir ja noch nicht auf Sendung. Der hatte also einen Frühstart und dann wird eigentlich eine riesige Tafel gezeigt mit der Nummer drauf und dass man hier binnen der nächsten Runden doch mal bitte kurz eben einmal durch die Boxengasse fahren sollte, aber das hat er nicht gesehen und dann gibt's halt schwarz und das heißt Ende Gelände, Feierabend. Ja, leider, denn die schwarzen Flaggen, die haben wir dann wirklich alle überall gesehen. Aber der Justin, der Robin ist halt einfach vielleicht auch noch nicht erfahren genug, ist ja eine erste Saison und die Sonne steht auch extrem tief morgens immer im ersten Lauf und da kann man schon mal das Ganze übersehen. So, Kevin und Justus haben sich wieder getroffen, wie eben im ersten Lauf auch. Das hatte ich im Panoramablick die ganze Zeit vor mir. Die machen ihr eigenes Ding sozusagen. Genau, Timo guckt sich mal um, ob da noch irgendwer kommt, aber da ist erstmal nichts mehr zu sehen. Den ganzen Wasserfall haben sie wahrscheinlich jetzt für sich schon als Vorsprung rausgefahren. Auf dieser ewigen Links, da merkst du auch die Temperatur in den Reifen, dann fängt der Reifen doch wirklich bei den höheren Temperaturen noch eher ein bisschen an zu schmieren. Und wir können da ja wirklich fast Vollgas runterfahren. Oh, schickt der Kevin so mal ein paar Meter. Ich würde sagen, very white line. Egal.
Ja, finde ich klasse, dass die Regie da drauf bleibt, weil das wirklich hier auch im Moment der unterhaltsamste Kampf ist, wo die Positionen wirklich immer wieder wechseln. Denn die 44, Heinke, jetzt wieder mit einem kleinen Vorsprung auf Kevin Mattfeld auf die 5, aber Nikolai Kraft. Nach dem Nuller von Justin Hense braucht er jetzt eigentlich nur noch den Kopf einschalten den Rest der Saison. Ne? Ja, du weißt, wie das bei Rennfahrern ist. Ja. Beim Justin, der hätte vorhin auch einfach nur die Kiste zu Ende machen müssen und einen Schleifchen drumherum. Aber es ist immer so, am Ende des Tages hast du erst gewonnen, wenn du wirklich die schwarz-weiß karierte Flagge gesehen hast. Aber wir haben das ganze Wochenende hat er deutlich gezeigt, der Justin kann sich hier eigentlich nur selber schlagen. Der ist so brettstark unterwegs gewesen. Kommt jetzt hier schon wieder mit einer, schauen wir mal, was er fährt, wieder wahrscheinlich eine 34er-Zeit. Ja. Jawohl, schon wieder 34,7. Also du siehst auch mal die Konstanz, ne? Der ist jetzt ein Hundertstel langsamer gewesen als in der Runde zuvor. Mhm. Also wenn du am Limit unterwegs bist, dann ist das Limit auch das Limit. Ja, gut, okay. Ne? Dann zieht das durch. So, hier kommt unser Quartett. Die kannst du mit dem Handtuch wieder abdecken, gleich in der ersten Ecke. Oh, so, Justus geht jetzt weit, aber es reicht immer für Kevin nicht, um den Kopf innen reinzustecken. Ja. Jetzt beim Umlegen. Mutig, klappt aber auch nicht. Weiter in die 5. In Mattfeld attackiert jetzt die 44, den roten Justus Weinke. Und dahinter Kevin Wüst und Timo Krüger. Ja, die haben es halt wie im Kino, ne? Die können sich das da vorne angucken. Und im Endeffekt, es geht um nichts. Die stehen sich gegenseitig im Weg rum. Die Zeiten verlangsamen sich. So, jetzt sieht man schon wieder, bupp. Aber die haben, glaube ich, riesen Bock bei diesem drei Mann nebeneinander. Vorhin ging es bei vier Mann nicht gut. Hoffen wir mal, dass es jetzt bis zum Ende des Rennens immer mit den vier Mann gut geht. So, bupp, Attacke, außen. Timo. Hier, guck mal, der Timo. Der nimmt den Schwung mit. Ja. Kevin innen rein. Dadurch hat Timo jetzt die Chance, im Windschatten von Kevin wieder am Justus vorbeizufahren. Also das ist hier ein nicht aufhörender Wechsel. Ja, und wenn du weiße guckst, Linien sind weiße Linien, das habe ich den Jungs vorhin eigentlich auch nochmal gesagt. Aber wenn das rechts und links davon betoniert ist, dann kannst du das dem Rennfahrer 10-mal sagen. Wenn das aussieht, als wenn da Grip drauf wäre, dann wird da drauf gefahren. Wir haben einfach so viel Spaß, sich gegenseitig selber die Tür zuzuhauen und gegenseitig in die Linie zu fahren. Ganz fair natürlich, aber das kostet jedes Mal Zeit, Schwung und alles Mögliche. Aber egal, uns macht es hier einen Spaß und wieder der Fünfer Kevin im Angriff unten unter der Volkswagenbrücke. Gegen Weinke, die rote 44, der da noch mal so ein bisschen nachschalten musste, der nicht die richtige Welle drauf hatte und deswegen jetzt wieder attackiert wird von den Verfolgern. Ja, da ist Kevin Wüst nicht richtig um die Waldmann-Kurve rumgekommen und deswegen vielleicht der Angriff noch mal von Timo Krüger dort ganz in weiß. Und genauso ist es auch unten rein in die Sachsenkurve, in die vorletzte Kurve. Ja, und hier läuft die allerletzte Runde für Justin Hense, der nur noch zwei Fehler machen kann, um nicht endlich seinen allerersten Sieg hier im Twin Cup zu genießen. Und da wird er sich freuen. Oh, da liegt einer im Kies. Yep. Steht auf, geht weg, alles gut so gegangen. Aufpassen, das heißt doppelt gelb da unten. Schön Gas wegnehmen, aber macht nichts. Hier kommt der Sieger. Und der heißt Justin Hense, verdient. Nikolai Kraft wird Zweiter, Felix Klink auf der dritten Position. Und unser Battle des Tages endet mit Kevin Mattfeld auf der 4, Justus Weinke auf der 5. Und Timo Krüger schnappt sich dann doch noch Kevin Wüst. Ich habe ja gesagt, die letzte Runde, den Wasserfall runter, da ist der Timo immerhin ein wieselflinker Hund und lässt so schön reinlaufen in die Sachsenkurve. Da wird er sich den Kevin wahrscheinlich noch gepackt haben. Wenn der Justin hier am Feiern ist, hat er sich auch mehr als verdient.